Läuft. Ja. So, Krankenstation hochziehen. Noch da. So. Ich bin eine Krankenstation auf und krieg mehr Plus anstatt mir wie mehr Plus anstatt weniger Plus. Achso. Ja, ich hab grad. Also du kannst mich ja mal besuchen. Ah, okay, deine Stadt ist schon wesentlich weiter, glaube ich, so in der Entwicklung, so ich das von weitem sehe. Aber kannst ja gucken kommen, wenn du nicht unbedingt Probleme hast. Ja, mach ich gleich. Ich zieh nur kurz die Krankenstation auf. So, dann baue ich mal eine. Ne, Finanzabteilung habe ich. Okay, dann. Bau. Sicherheitsabteilung ist eigentlich immer gut. Sicherheit. Obwohl, was auch immer wichtig ist. Lest nochmal vor, was gab's denn nochmal alles? Ja, Bildungsabteilung, Schild. Ja. Okay, Schild mache ich später erst. Dort kann ich eigentlich immer bauen. Was haben wir noch hier? Sicherheitsabteilung. Bildungsabteilung will ich jetzt noch nicht bauen. Weil das. Ja, würde ich auch nicht. Ne, Sicherheitsabteilung, Tourismus, das ist auch noch nicht wichtig. Und Verkehrsabteilung auch noch nicht. Ja, dann noch Versorgungsabteilung. Ja, das war's. Ich würde also entweder Sicherheit oder Versorgung. Die Frage ist, was jetzt wichtiger ist. Beides. Ich würde Versorgung machen, dann machst du gleich Sicherheit. Ja, aber mir wird das dauern. Du kennst mich. Ich mach mit Einwohnern mehr Minus als Plus. Ja, gut. Deswegen will ich jetzt überlegen, was man macht. Ich habe eh das Geld noch nicht zusammen. Können wir ja noch ein bisschen überlegen. Ich guck noch mal, warte, ich gehe jetzt noch mal kurz auf mein Rathaus. Gibt Gymnasium, gibt die großen Sachen. Okay. Versorgungsteilung ist auch wichtig, damit die Scheiße recyceln kannst und so weiter. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig wie die. Obwohl, weiß ich nicht. Na, Bullerei kommt schneller. Deswegen, ich würde sagen, machst du Sicherheitsabteilung. Ja, mach ich auch. Weil die Versorgung, da kannst du jetzt mit dem Standardkram noch ja. Erstmal für ein paar Monate die Stadt versorgen. So. Schreien die jetzt nicht nach. Jetzt kannst du schon mal eine große Feuerwache bauen. Also später. Ach. Bis ich was Großes baue, ne? Ja, das dauert bei mir auch immer. Jetzt schreien die ja. Jetzt schon nach Shuttlebus-Depots hier, ey. Da kannst du mich nächstes Jahr fragen, aber echt Zeit. So, Mülldeponie aufbauen. Ach, Mülldeponie, die brauchen jetzt auch. Ja, schreien die auch schon nach. Ja, bei mir war gerade rot. Ach so. Ja, ja bei mir jetzt auch. Deswegen habe ich die jetzt schon mal aufgebaut. Zieh ich die hoch. Die kosten ja 5000. Zack. 4 Wagen. Das ist mir noch ein bisschen zu teuer mit 25, also reicht. Brauch noch keinen Brennofen. So, jetzt brauche ich gleich noch die Bullenwache und dann habe ich mein System erstmal stehen. Vor allem geiler Feuerwehr war gerade schon rot. Klinik war gelb und Bullerei war noch nichts. Warte, was haben wir bei Bullerei? Ja, Bullerei war auch noch nichts hier. Gut, Bullerei habe ich auch bisher nur 2 pro Tag begangene Verbrechen. Das ist jetzt eigentlich im Verhältnis, warte, eigentlich mass nichts. Ne. Da hast du mit einer Bullenwache mehr. Ich erhöhe mal kurz die Steuern hier für Mittel- und reiche Klasse. Ja, ich lasse das alles auf 9 mal. Dann habe ich später das Problem nicht. Das sind so hohe Steuern, Mama. Na, das Dumme ist, die mittlere Klasse mit 10% mürzt nicht, aber die Steuerklasse mit 11%, die ganz hohe, ne, die mürzt 11%, das können wir doch nicht abdrücken. Wir sind doch reich, das müssen wir beibehalten. Mittelklasse mürzt doch nie. Die mürzt nicht. Es sind immer nur die hohen Schnösel da. Alter, Polizeirevier macht ja richtig Minus in der Stunde, ey. Minus 1700, ey. Weil ich habe eigentlich überlegt, soll ich direkt das Ding hochziehen? Habe ich erstmal für ein paar Jährchen Ruhe, aber... Das, weil ich da ein Minus krieg, hole ich niemals rein. Ne. Würde ich abwarten. So, wo bauen wir die Bullen hin? Wollen klatsche ich hier hin? Richtung Rathaus, dann können die direkt die Demonstranten abführen. Ach boah, Alter, Feuerwehr geht mir momentan so auf den Sack, ne?
Wenn die direkt neben dem Industriegebiet hast du verloren. Warum? Ach, keine Ahnung. Irgendwie bringt sie an den Köpfen einer Safe-Feuerwehr. Können wir mal eben kurz die Chemikalien hochgehen lassen, ey. Nö, das ist bei mir nicht. Ich hab die auch direkt hier bei dem Industriegebiet. Und da ist ja nix. Ich hab die da extra hingestellt, weil ich weiß, Industriegebiet gleich 200-fach Brand, ey. Kugeln da alles ab. Alles, was du abkugeln kannst, kugeln sie ab. So. Hab ich ja viel geschafft beim Upgraden. Ein Bullenfahrzeug noch hingezufügt. Ah, plus 4000 nur noch. Nur noch? Ja. Ja, weil ich gerade die ganzen Systeme hochgezogen habe. Also. Ich ziehe halt jetzt nochmal Bullensystem hoch. Ja, was ich jetzt noch mache, ist gleich ins Shuttle-Depot bauen, weil das ist jetzt schon auf gelb, aber wohl erstmal soll ich die Straßen, sollte ich eigentlich die Straßen upgraden. Das ist viel wichtiger. Ah gut, das kommt bei mir erst, ey. Da kann Shuttlebus rot sein, das juckt mich nur ein Scheiß. Player City. Player City. Treib Lamas zusammen. So, wie sieht's denn bei dir aus hier? Weiß nicht. Wenn der Lamas zusammen treibt, nicht sehr gut. Oh, gut, dann ist nicht krüppelig. Nö, finde ich nicht. War hinten bei meinem Wohngebiet, wo Rathaus steht und so weiter, finde ich ein bisschen schief. Da konnte ich nichts machen wegen der Autobahn. Weil der jetzt eine Rundung hat. Das ist ein bisschen kacke. Ja gut. Das wieso hast du die Straßen so teilweise so eng nebeneinander und dann wieder so weit? Ja, da ist ja das Schiebe. Ach so. Das Schiebe daran. Das meine ich mit schief. Da versuche ich oben, versuche ich das auszubessern. Oben wird das nicht mehr so sein. Das ist nur ein... Aber egal. Aber du musst mal gucken, wie Joshua seine Stadt baut, ey. Ganz schlimm. Der... Sagen wir so, der kriegt die echt schnell voll. Nur das, was du als vier Kästchen Wohngebiet nimmst, nimmt der als eins. Ach so. Meint er so zu mir, ja, das ist ja auch richtig so, ich muss mein Spiel spielen. Ich denke mir nur so, Alter, das ist Region, da baust du ein bisschen kleiner. Da sehe ich Sims 4. Sims 4. Wo du dann mal deine Megastadt da hochziehst. Ich hab jetzt nicht, ich brauche noch ein paar Verbindungsstücke, oder? Nee, komm, das ist eigentlich gut so. Sagen die Mann. Nee, ist schon gut. Alles gut. Ah, ein Verbrecher auf freiem Fuß, eine Festnahme pro Tag, ein Gefangener. Ach so. So. Knasti. So, bis ich wieder Geld hab, das kann ein bisschen dauern, dann schlendern wir mal ein bisschen die Straßen hier hoch. Alter, das sind aber auch Straßen, ne? Guck das mal an, ey, ey, das ist fast 90 Grad Winkel, was so ein Auto hochfahren muss bei mir, ey. Boah. Ah, guck ich gleich, was hab ich denn? Alter, ich hab schon 899 Schüler. Na, ich zieh noch kein Bildungssystem hoch. Alter, das wäre eine geile Rampe. Im Let's Play fahre ich jetzt mal kurz daher. Ne, das wäre eine richtige Rampe, so mit richtig Vollspeed. Hui! Oh, lol. Da fallen wir erstmal durch die Brücke durch. Nio. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Bewohner. Ich habe noch ein paar. Ah, okay. Game kommen wir mal zu dir. Oh, bei dir wird mir angezeigt, du hast ein bisschen Simulonians-Probleme und... Bill? Ne, ganz und gar nicht. Central City. Plus 3000 und Müll, auch die Müllhalde ist auch da. Oh. Ganz oben rechts. Oh, keine Ahnung, wird bei mir angezeigt. Boah. Schicke kleine Stadt. Ja. Du kannst auch gut mit... Warte mal kurz. Ah, okay, hier kannst du nicht so... Bisschen kannst du mit Tunnel arbeiten. Mit also Tunnel? Aus... Ja, wenn du zum Beispiel... Da, wo du zu deinem Müllding hochfährst, ne? Ja. Und deiner dicken Straße. Du kannst zum Beispiel Ausweichstraßen, wenn du N drückst, glaube ich, dann geht der runter. Dann kannst du durch den Berg einen Tunnel machen, damit du Ausweichstraßen kriegst. Chris. Naja, ja, gut, dat, aber das brauche ich jetzt nicht irgendwie. Hm. Also, das ist jetzt nicht wichtig. Für mich jetzt. Ja. Oder jetzt zum Beispiel da, wo du deine... Über dem Berg da deine Rampe gebaut hast, hättest du durch den Berg auch bauen können. Ja, dann ist ja egal, ob durch oder... Gebiete kannst du dazu eh nicht zuweisen. Nee. Wo hat er denn was hingestellt? Da hat die Industrie geklatscht. Da ist auch direkt meine Feuerwache, siehst du?
Ja. Ich habe bis jetzt keine Probleme. Selten Brände, wirklich. Was habe ich für Brände pro Tag? Löschfahrzeuge 2, 5 pro Tag. Okay, nee, war doch. Aber du kannst oben, wo dein Windkraftwerk steht, oben kannst du nur eine Reihe Wohngebiet suchen. Ja, ich weiß, das mache ich auch später noch. Aber das mache ich erst später, weil jetzt schreien sie erstmal nach dem Bullen. Siehst du, das wusste ich nämlich. Und hier irgendwie dein Gewerbegebiet heult. Ein Gewerbegebiet heult? Ja, da kriegst du ein Bad Smileys. Wenn du mal auf deine Gebietekarte gehst, also wo du das Gebiet zuweist, ja, dann gehst du links mal zu deinem Gewerbegebiet. Da kommen öfters mal Bad Smileys. Also Gewerbegebiete sind einer der erfolgreichsten. Also sind die eigentlich sehr gut laufen. Ich weiß nicht, was du da noch für Anzeigen hast. Also bei mir wird zu dir gesagt, ich denke mal, das ist, du hast eine 79er Sympathierate, ne? Ja. Dann, es treiben sich so viele Kriminellen rum, wir können einige Frachtlieferungen gebrauchen, das ist rot, und wir brauchen Arbeiter, und es breiten die kriminellen Kopfzerbrechen, das ist gelb. Bei mir gar nicht. Bei der unteren Einkommensschicht. Klick mal auf den Smiley. Ja, ist hier gibt's einfach, hier gibt's eine Menge unterhaltsame Sachen, das, und es gibt schöne Leben zum Shoppen. Aber warte, ich bin auf falsch. Ne, ist alles gut. Ah ne, da. Wir können Frachtlieferungen gebrauchen, ja, oh gut, aber das ist mir egal, weil ich gleich eh wieder. Dann treiben sich da viele Kriminelle darum, dafür habe ich jetzt die Bullen gerade geholt. Ja. Aber es geht trotzdem nur nach rechts, von daher sollen die mich einen Scheiß interessieren. Na ja, gut, ich bin jetzt mal wieder in meiner City. Abgedampft. Erstmal Speed 3. Ja. Ah, oh, jetzt fragen sie schon nach Shuttle Dispo. Und ich spare jetzt erstmal, dass ich noch einen zweiten Knast daran setzen kann. Na, ich spare jetzt mal auf Straßen, weil ich das da so langsam hinkriege, sonst kommen wir nie voran. Auf Straßen ist bei mir ganz gut, da brauche ich noch nichts upgraden. Das läuft. Na, wie stelle ich die mal hin? Oh, die kommen so. Wie sich schön nicht in die Quere kommen. Auch wenn er denn im Spiel keine Relevanz hat. Nicht wirklich, ne? Ja. Na gut, er simuliert jetzt keinen Gefangenenschaft, ne? Ne. Wäre auch mal geil, wenn so Ausbrüche gäbe. Wäre eigentlich ganz fett. So, also Krankheitsausbrüche oder was? Ja? Krankheitsausbrüche oder was? Na, ich meine so, gut, das konntest du auch, aber ich meine so vom Wegen, wenn du irgendwie die Knast-Scheiße stellst, so mit höheren Ausbruchsrisiko, dass dann die Typen ausbrechen und so was. Ach so, ja gut,